Herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal. Das sind die Themen der Woche. Vergabe Deutschlandstipendium an der Hochschule Harz, Einweihung des gläsernen Kraftwerks, Impfaktion in Wernigerode erfolgreich beendet. Vergabe Deutschlandstipendium an der Hochschule Harz. Ende September fand der 18. Stifterabend der Hochschule Harz unter Einhaltung der 3G-Regelung im Wernigerode Audimax statt. Die traditionelle Veranstaltung stand dieses Jahr im Zeichen dreier Jubiläen. 10 Jahre Deutschlandstipendium, 30 Jahre Hochschule Harz und 15 Jahre Wernigeröder Stadtwerke-Stiftung. Insgesamt wurden 31 Deutschlandstipendien durch 26 Stifter an leistungsstarke Studierende vergeben. Darüber hinaus sollen mit der Förderung Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur im Harz noch besser verzahnt werden. Professor Dr. Armin Willingmann, Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt nutzte die Gelegenheit, um über die Trias der Ereignisse als langjähriger Rektor der Hochschule Harz zu sprechen. Die Entscheidung, einen Wissenschaftsstandort in der bunten Stadt am Harz, war seiner Meinung nach fraglos wie ein Lotteriegewinn für die Stadt Wernigerode und die Harzregion. Und auch für das Land Sachsen-Anhalt, das hier einen weit über unsere Grenzen hinaus bekannten Standort für Lehre, Forschung und Entwicklung finanziert, betonte der weiterhin für Wissenschaft zuständige Minister. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die feierliche Amtsübergabe von Kanzler Michael Schilling an Dr. Angela Kunow. Das Hochschulurgestein übergab den Staffelstab mit einem weinenden und lachenden Auge an seine Nachfolgerin. Gastredner Christian Füller, Journalist und Autor, hielt im Anschluss einen inspirierenden Keynote-Vortrag zum Thema Digitalisierung. Wie sind Schulen und Hochschulen durch die Pandemie gekommen? Passend dazu bedankte sich Business Consulting-Studentin Pauline Kraft per Videobotschaft aus Übersee stellvertretend für alle Stipendiatinnen und Stipendiaten bei den Fördervereinen. Am Mittwoch, dem 29. September, fand die feierliche Einweihung des gläsernen Kraftwerks in der Wernigeröder Waldhofstraße statt. Das Klinikum, in diesem Fall in Person von Dr. Redemann, hatte damals ernsthaftes Interesse bekundet, das Krankenhaus mit Fernwärme versorgen zu lassen. Vielen Dank dafür. Die Entscheidung fiel letzten Endes zugunsten der Trasse. Aber mit der Trasse kamen auch viele neue Abnehmer hinzu. Inzwischen versorgen wir große Teile der Innenstadt, inklusive unserem altehrwürdigen Rathaus und vielen anderen Gebäuden und Hotels. Auch die Stadt hat ihr Satzungsgebiet erweitert inzwischen, sodass wir in der Folge die Notwendigkeit haben, unsere Erzeugungsleistung erhöhen zu müssen, da diese Kapazitäten an ihre Grenzen gekommen sind. Doch wir wollten nicht einfach nur ein Kraftwerk bauen. Es sollte etwas Tolles werden. Der ursprüngliche Gedanke war, auf dem Ochsenteichgelände neben dem gerade entstehenden oder in der Fertigstellung befindlichen gläsernen Werkstatt der Harzer Schmalspurbahn ebenfalls ein gläsernes Kraftwerk zu errichten. Nun hat sich zwar der Standort geändert, aber das gläserne Kraftwerk ist geblieben und soll für viele Jahre Symbol sein für moderne Technik, für Transparenz, für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Ich würde gerne mit unserem prominentesten Gast, dem Herrn Minister Willingmann, beginnen. Aber es ist vor allen Dingen so, dass wir in diesem neuen Ministerium mehrere Themen zusammengezogen haben, die sich nur wirklich mit der Entwicklung der Zukunft unserer Gesellschaft, der Welt, wenn man so will, befassen, nämlich den Klimaschutz und die Umweltfragen, die wir gemeinsam mit Begleitung durch die Wissenschaft betreuen wollen. Das wird vielen Wernigeröderinnen und Wernigerödern ziemlich verständlich sein, dass dieser Minister versucht, die Wissenschaft dafür einzuspannen an dieser Stelle und zu sagen, wir versuchen mal aus dem Forschungspotenzial des Landes etwas zu gewinnen für die Energiewende, für den Klimaschutz und für unseren Umwelt- und Artenschutz. Und an dieser Gestaltung, an dem, was wir uns vorgestellt haben, hat ja auch beispielsweise auch der Landrat mitgewirkt. Herr Balcharowski war ja ebenfalls mit in der Verhandlergruppe um diesen Koalitionsvertrag, an dessen Ende dieser Ressortzuschnitt stand. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich sehr gerne 5 Jahre Wirtschaftsminister war
aber ich bin jetzt auch sehr gerne Energieminister. Und deshalb nochmal zu der Frage Blockheizkraftwerke. Ja, wir haben ja ein Bekenntnis abgelegt zu regionaler Versorgung, zu Stärkung der Wertschöpfung vor Ort. Dafür stehen die Stadtwerke, dafür steht der Geschäftsführer Steffen Meinecke, der Oberbürgermeister Peter Gaffert. Und deshalb, das ist eine richtig gute Sache. Und wenn sie dann auch noch gläsern stattfindet, da sagt ja jeder Politiker immer gut, nicht? Gläserne Abgeordnete sind gut, gläserne Werkstätten, gläserne Blockheizkraftwerke sind gut. Warum? Weil wir neugierig machen, weil wir Transparenz erzeugen. Steffen, du hast es gerade gesagt. Und diese Transparenz wird es uns vielleicht leichter machen, den Menschen zu erklären, dass wir die Energiewende auch als Wärmewende brauchen. Denn da sind wir mit den erneuerbaren Energien durchaus noch ausbaufähig. Aber gerade im Landkreis Harz, glaube ich, gibt es auch eine politische Aufgabe. Wer sich den Harzer Wald anguckt, der sieht, dass der Klimawandel tatsächlich stattfindet und auch von Menschen gemacht ist. Und wir müssen das Ganze bewältigen als Gemeinschaft. Und ich bin froh, dass die Stadtwerke Wernigerode und damit auch die Stadt Wernigerode hier Vorreiter sind. Wieder einmal Vorreiter sind. Kompliment an die Stadt Wernigerode vor den anderen Orten. Ich freue mich immer, wenn es Wettbewerb unter den Städten gibt und wenn es immer dann die eine Nummer 1 gibt und dann versucht nämlich Nummer 2 und Nummer 3 die Nummer 1 zu überholen. Damit kommen wir insgesamt voran. Wenn also neue Anlagen entstehen und dann möglicherweise auch später gemeinsam als politische Zielstellung mit dem Umweltminister regenerative Energien hier einspeisen können. Wir reden dann über grünen Wasserstoff, der vielleicht durch Stromerzeugungsanlagen regenerativ hier im Harz hergestellt worden sind und wir nicht nur die Wernigeröder Wohnstuben wärmen, sondern vielleicht auch dann hier mit regenerativen Energien weiterhin auch Industrieprodukte herstellen können. Das ist dann gemeinsam unsere Aufgabe und das ist das, was Professor Armin Willemann auch gesagt hat. Ich hoffe, alle anderen Städte fühlen sich animiert, Wernigerode nachzueifern. Ja, und ich hoffe auch, Herr Oberbürgermeister, dass Wernigerode die Pool-Position in den Städten nicht aufgibt, sondern sich weiterhin anstrengt. Das Projekt, das wir hier auf die Beine gestellt haben, gemeinsam, und das tut der Stadt auf jeden Fall gut und aus vielen Richtungen heraus. Im Großen und Ganzen sind die wichtigen Dinge auf den Weg gebracht worden. Und ein ganz wichtiger Bereich war, dass wir die Fernwärmeversorgung in Wernigerode stärken. Wir sind hier in einer, ja, im Harz in einer besonderen Situation mit Blick auf regenerative Energien. Das sind der Möglichkeiten nicht zu viele, das muss man sagen. Wir haben keine Windkraftanlagen im Harz, da bin ich sehr dankbar für. Mit Wasserkraft sieht es auch nicht so üppig aus. Mit der Erdwärme, da tut sich der eine oder andere immer noch etwas schwer, weil es auch die Effizienz gerade noch nicht so erreicht hat. Das heißt, es bleibt gar nicht allzu viel übrig. Photovoltaik auf die Dächer, auch da kommt dann wieder der Denkmalschutz und dann darf auf ein historisches Haus mit Schlossansicht, da darf wieder keine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut werden. Also ich sage mal, wir haben eine Vielzahl von Restriktionen, um diese Dinge dann, oder um diese Dinge überhaupt umsetzen zu können. Und so bleibt für uns Fernwärme. Und da bin ich wirklich sehr froh und dankbar, dass wir da gekämpft. Und ich glaube, wir sind ziemlich einzigartig in der Stadt, dass wir bis in den Stadtkern vorgedrungen sind. Natürlich unter ziemlichen Aufwand, Herr Meinecke, ja, bis hin zum Rathaus, zu den Hotels, zu den Schulen. Und jetzt, ja, Peter Hindemann, auch mit dem Krankenhaus natürlich. Das sind die großen Abnehmer. Denn wenn wir uns da vielleicht, ich bin gut vorbereitet, ja, wenn wir uns da am Ende mal anschauen, den Energiebedarf oder den Energieverbrauch, wir haben natürlich einen ganz, ganz großen Teil des CO2-Ausstoßes, der kommt aus Wärmeproduktion. Wärmeproduktion, genau. In der Stadt. Auch bei den Einfamilienhäusern und so weiter und so fort. Und wir haben zum Ziel uns damals gesetzt, 2014, bis 2030 20% CO2 einzusparen. Das sind 70.000 Tonnen. Das ist schon eine ganz schöne Nummer und das muss man erstmal schaffen. Und das geht natürlich nicht so ohne weiteres, wenn alles so bleibt, wie es ist. Hinzu kommt der Verkehr, der seit 2014 deutlich zugenommen hat in Wernigerode. Das muss man konstatieren, muss man nicht gut finden, ist aber wie es ist, aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der touristischen Entwicklung. Das heißt, wir haben enormen Handlungsbedarf an dieser Stelle und wir sind da gut aufgestellt, auch mit Blick auf weitere neue Technologien. Herr Walzhaus hat angesprochen, Wasserstoff, da sind wir noch ein Stück weit entfernt. Von der Innenstadt zugegebenermaßen ist das Baufeld sehr, sehr schwierig. Also da mit Fernwärme, Vorlauf, Rücklauf in die schon sowieso engen Gassen und Straßen reinzukommen, halte ich für wenig realistisch. Aber nichtsdestotrotz, der Schwerpunkt liegt schon auf den großen Gebäuden und da haben wir noch das eine oder andere Blick. Sehr gut. Ich, Herr Dr. Redemann vom Arztklinikum. Als Vertreter eines Krankenhauses will ich mir heute nicht anmaßen, zu den speziellen Fragen der Energiewende im Allgemeinen oder zur Energiegewinnung per BHKW im Speziellen zu referieren. Eine Fernwärmeversorgung würde die Art
Wärme zu erzeugen, im Harzklinikum radikal verändern. An die Stelle des hochtechnisierten Kesselhauses würde ein Wärmetauscher treten, der die Abmaße vielleicht eines Kühlschrankes hätte. Die Dampferzeugung direkt im Sterilisator wäre trotz dreimal höherer Stromkosten wirtschaftlicher als der weitere Betrieb des Dampfkessels. Auch der Unterhaltungsaufwand für die Anlagentechnik würde sich drastisch reduzieren. Mittels externer Gutachter haben wir dann alternative Energieversorgungsmöglichkeiten untersucht und festgestellt, dass die Versorgung der Ilsenburger Straße mit Fernwärme in einem BHKW erzeugt, als wirtschaftliche und ökologisch vernünftige Lösung macht. Impfaktion in Wernigerode erfolgreich beendet. Das niederschwellige Impfangebot des Landkreises Harz in der Stadt Wernigerode ist erfolgreich zu Ende gegangen. An insgesamt 6 Terminen wurde unterm Riesenrad mit dem mobilen Impfteam des Landkreises Harz und der DLRG Wernigerode geimpft. Oberbürgermeister Peter Gaffert informiert, dass sich insgesamt 437 Personen haben impfen lassen und bezeichnet die Aktion als sehr großen und wichtigen Erfolg. Die mobile Impfaktion ist nun beendet. Impfungen werden ab jetzt durch die Fach- und Hausärzte angeboten. Firmenlaufteams spenden für guten Zweck. Beim diesjährigen Harzer Firmenlauf im Bürgerpark Wernigerode gingen insgesamt 255 Teams und 1020 Läuferinnen und Läufer an den Start. Unter den zahlreichen Teams liefen dieses Jahr auf der 2,2 Kilometer Strecke auch 5 Benefizteams mit. Als Veranstalter stellte der Harzer Firmenlauf diesen Teams die Anmeldung der Staffel kostenfrei zur Verfügung, wodurch die Benefizanmeldegebühr komplett gespendet werden konnte. So erhielten die Notfallseelsorge Sachsen-Anhalt für den Bereich Fortbildung, der Wernigeröder Sport Rot-Weiß e.V., die Bergwacht Wernigerode e.V., das Café am Heizhaus und der Förderverein der Prinzess-Ille-Grundschule jeweils ein Spendencheck. Durch die 5 Benefizteams konnten gemeinnützige Organisationen der Region Harz somit mit 2.000 Euro unterstützt werden. Die Übergabe der Spendenchecks fand im Anschluss des Harzer Firmenlaufs statt. Friedensplakate werden im Oktober ausgestellt. Im Oktober stellen die Schülerinnen und Schüler der Schule Friedensplakate werden im Oktober ausgestellt. Im Oktober stellen die Schülerinnen und Schüler der Marianne Bogenhagen Schule in Friedensplakate werden im Oktober ausgestellt. Im Oktober stellen die Schülerinnen und Schüler der Marianne Bogenhagen Schule in Dahlingerode Kunstwerke in der Deutschen Bank Wernigerode am Kohlmarkt aus. Es ist eine kleine Auswahl der Bilder, die die Kinder in den vergangenen Wochen unter Begleitung der Kunstlehrerin Kerstin Huides für den alljährlichen Friedensplakatwettbewerb zum diesjährigen Thema Wir sind alle eins gemalt haben. Im November wird das Siegerplakat gekürt. Alle Besucherinnen und Besucher können die Bilder im Eingangsbereich bestaunen. Den Wettbewerb richten die Damen vom Lions Club Anna zu Stolberg Wernigerode seit vielen Jahren aus. Im vergangenen Jahr erreichte das Siegerbild von Luisa Klose den ersten Platz und nahm anschließend an der deutschlandweiten Runde des Wettbewerbs teil. Ein Erfolg, der für die große Freude an der Marianne Bogenhagen Schule und bei den Damen des Lion Clubs sorgte. Gewicht haben sie ungefähr 800, 900 Kilo. Ja, und der Hänger. Und der Hänger. Plus der Hänger. Ja. Diese Mittelstreben, die können sie entfernen. Ja, das meine, die würde ich dann nachher rausnehmen, einfach damit sie auch hier einfach besser an die Klammern kommen. Ne? Wenn man höhere Sachen draufpacken möchte, ne, dann kann man die nochmal reinbauen. Mhm. Ne? Aber ansonsten für den Transport, was sie jetzt hier drauf haben, brauchen sie die dementsprechend eigentlich nicht. Mhm. Ne? Also lediglich ist es eigentlich hauptsächlich dafür da, für die Plane, da sie jetzt damit jetzt nicht vermutlich 300 Kilometer über die Autobahn fahren, sag ich mal, ist es dann eher weniger. Das System hat einen E-Starter, das heißt, ich muss nicht ziehen. Ja, auch das funktioniert eigentlich relativ gut. Die Pumpe, die hat es natürlich auch absolut in sich. Ja. Die liegt halt bei 2200 Liter. Also die Pumpe hat 5,5 kW. Also da werden sogar noch in Reserve auf dem Notstromer. Ja, definitiv. Kann ich gleich einen Platz vorstellen von der Firma Ökotec, die sozusagen dieses System für uns zusammengestellt haben. Zu erwähnen natürlich, Fördermittel sind dafür eingesetzt worden, um dieses System anzuschaffen.
Uns war wichtig, dass wir wirklich ein zusammenhängendes System haben. Wir haben eben nicht nur dieses Schlauchsystem gekauft, wir haben wirklich ein komplett in sich funktionierendes System, das so angeliefert werden kann, wo ein Notstromaggregat auch mit dabei ist, wo eine Pumpe mit dabei ist, dass man wirklich auch unabhängig von jedweder Infrastruktur dieses System auch einsetzen kann. Die große Kammer, das ist ja ein Zweikammersystem. Okay. Ja, das heißt, die große Kammer wird in dem Moment einfach mit Luft befüllt, wird ausgebracht, wird rausgezogen und dann wird die kleine Kammer mit Wasser und dann habe ich einen Ölscheide auf dem Wasser. Ja, das ist ja das, warum der Schlauch ja auch so vielfältig einsetzbar ist. Ja, da haben wir vorne eine C-Kupplung drauf, ja, machen direkt auf die Klammern, auf die Absperrorgane und machen da Vollgas und dann ist das Ding ruckzuck voll. Ja, für sowas aber auch, wenn man was sauber machen muss im Fluss, kannst du auch. Ja, als Sperre. Ja, wir machen ganz viele, wenn Brückenbewartungen sind oder sonst was. Und ich habe ein kleines Becken oder so, ja, kann ich den auch wunderbar nehmen. Beispiel, ich habe einen Bordstein auf dieser Strecke. Richtig. Wie dichtet der das ab? Wie viel Druck bringe ich drauf? Perfekt. Wenn ich den dann im 90-Grad-Winkel drüber lege, dann presst sich die Ecke rein. So. Verlege ich das unsauber. Ja. Ne? Dafür habe ich dieses Dichtquell. Ne? Ja, das ist ein Polymer. Das schmeiße ich einfach dann in das Loch rein. Sobald Wasser kommt, quillt das auf und dichtet mir alles ab. Ne? Wo ich das jetzt zum Beispiel immer brauche, bei Bahnübergängen, wenn ich über eine Schiene drüber muss, da habe ich ja ein Schienenbett. Ja. Ne? So, da schütte ich das Polymer rein und dann läuft da kein Wasser mehr durch. Eine Kammer, genau, die hier ist die unterstützte, aber dass der Schlauch nicht wegdrehen kann. Das hier ist die eigentlich Schlauch generiert. Kommt das ganz einfach hier so rein, bis ihr letztendlich Klammer jetzt einfach ein bisschen weiter hier rumlegen. Noch ein bisschen weiter rumlegen. Genau. Vorher jetzt, wenn er leer ist, in die richtige Position gebracht werden. Ja, wenn man mal Wasser 35 cm. Das voll und das stützt quasi. Genau, und das einfach wegrollen kann. Wegrollt. Darum die drei, ja, da. In einem Stück, dann kannst du viel arbeiten, aber es ist vollkommen ausreichend, einfach die Kerzen hier zumachen. Deswegen kannst du offen lassen, das musst du offen lassen, das ist ja zu da hinten. Ist ja nicht verbunden mit miteinander. Deswegen ich empfehle auch immer mit der kleinen Kammer anzufangen, einfach, weil die schneller gefüllt, dass du einfach auf die Meter einfach schon relativ schnell. Also 150 Liter Wasser, genau. Also große Kammer ungefähr so 110 Liter, kleine Kammer sind ungefähr 40 Liter auf einen Meter. Sobald man nur ein bisschen Wasser drin ist, da bewegt man nichts mehr. Selbst wenn man es bewegt, dann macht man den Reis von der Aufbereitung kaputt. Genau. Zum Untergrund reicht schon, ja. Ja. Also das ist 200 μ dicke PE-Folie letztendlich. Das Gute ist bei PE, das ist auch chemikalienbeständig etc. Früchte sind auch von der Seite. Kann aber auch nicht, wenn die Pumpe jetzt immer gegen drückt, kann aber nicht platzen. Also das ist extrem reißfest, das dehnt sich immer weiter aus etc. Aber letztendlich bis man den zu Platz bringt, also die haben schon bei Tests jetzt letztendlich bei fast 70 cm einfach aufgehört. Also da passiert so schnell nichts, aber desto mehr Druck man einfach reingibt, desto undichter wird das Ganze, weil dann aber unten keine richtige Auflage mehr. Also wenn frei, dann gut, ausmachen, Pumpe. Also da muss gar nicht richtig frei. Wir sehen das dann gleich nicht. Der hat dann wirklich noch gar nicht so eine extreme Spannung, sondern das passt sich einfach schön im Boden einfach an, ist noch schön wabbelig. Das werden wir dann gleich sehen. Also da kommt gar kein großer Druck drauf. Und jetzt ist eigentlich, das System ist eigentlich somit schon fix und fertig. Ne? Das heißt wirklich, wenn ich das vorbereitet habe, alles mache und tue, brauche ich für 150 Meter mit zwei Mann 26 Minuten. Ja, um sowas überhaupt in Stellung zu bringen. Ja, und, fix. So. Und jetzt kann ich eigentlich auch dem Schlauch auch machen, was ich möchte. Ja, ich kann jetzt auch hier mit dem großen Fahrzeug, kann ich auch mit dem Schlauch zur Not drüber fahren, ja, schön langsam, dann passiert dem Schlauch überhaupt nichts. Ja. Und selbst wenn jetzt hier mal ein Loch drin wäre, ja, passiert dem Schlauch auch nichts, weil der Schlauch platzt nicht. Ja. Wichtig ist halt immer nur, wenn Wasser drin ist, kann ich drauf. Ne? Solange kein Wasser drin ist, nie drüber laufen, weil dann presse ich lauter Steine durch. Ne? Und so rum ist aber auch die Auslegerichtung, von da muss das Wasser kommen. Richtig. So rum wird es verkehrt. Ganz genau. Ne? Die große Kammer zeigt immer Richtung Wasser. Ne? Ob es jetzt die Feuerwehr im Einsatz hat für die Löschwasserrückhaltung, ne, dann zeigt es zum Gebäude hin. Ne, oder jetzt hier zum Gebäudeschutz, dann liegt es jetzt so richtig. Ne, und dann immer die große Kammer. Und die kleine ist ja nur dafür da, was der große nicht wegkullern kann. Ja, das ist einfach nur der Stützschlauch. Ja. Ja. Da wollen wir mit dem Schlauch noch mal ein bisschen Wasser dran. Ja, klar. Pumpe an.
Ja, dann noch eindrehen. Ist die maximale Höhe oder könnte man noch mehr? Also 35 Zentimeter. Ne? Also dafür ist der. Sie können den theoretisch können Sie ihn auch höher machen. Ja. Ne? Nur das Problem ist, wenn Sie ihn höher machen, dann ist er rund. Ja, ne? Das heißt, dann ist die durchlässig, Fläche, genau. Da habe ich die Auflagefläche nicht mehr gewährleistet. Ne? So scheint es ja zu sein. Und das ist halt auch das Schöne einfach auch an dem System, auch wenn ich mal vergessen habe, zu viel Wasser jetzt drinne und ich sehe, das ist zu rund. So, dann mache ich einfach den Hahn auf und lasse das Wasser rauslaufen. Ja, und schon dichtet der mir wieder da runter. Ne? Aber es kann doch passieren, wenn du zum Beispiel 200, 300 Meter so einen Schlauch hast, da kann ja ein Stück Eisen aus der Erde, da kann dann zum Beispiel der Schlauch auch kaputt gehen. Wenn der unten drunter liegt und presst sich da rein, werden sie das gar nicht merken, weil der Druck, der Gegendruck ist so groß, deswegen den können sie auch auf dem Schotter überall auslegen. Ne? Wie gesagt, das Wichtige ist einfach nur nie drüber laufen. Während dem Ausbringen. Ja, ne? weil viele machen das, wenn jetzt so ein bisschen Wind ist, ne? Und ich habe jetzt hier 300 Meter Schlauch liegen. Ja? So, entweder ich mache das dann professionell, was ich die Klammern setze, roll ab und fange dann schon mal an, langsam Wasser reinlaufen zu lassen. So, dann fliegt mir auch der Schlauch nicht weg. Die meisten machen dann halt den Fehler, was sie sich dann einfach draufstellen auf die Plane und versuchen die unten zu halten, damit sie nicht wegfliegen. Ja. Und damit drücke ich dann natürlich, wenn da 80 Kilo draufstehen, klar, und drücke ich die natürlich durch diese ganzen feinen Steinchen, die hier rumfliegen. Machst du da Löcher drin? Mache ich lauter Löcher rein. Oder hab sie in der Schuhe und die drücke ich durch und dann fieselt er mir oben wie ein Springbrunnen. Aber darum war ja Hinweis, erst die Beine füllen auf jeden Fall, die kriege ich schon mal ein bisschen richtig. Die habe ich am schnellsten voll. Das kannst du ja dann auch ein bisschen füllen. Das Stück können wir ja behalten, können wir ja mal probieren. Dann können wir natürlich. Mal machen. Dass wir das Stück behalten. Genau. Ja, klar, können wir. Dann kann man das bei uns. Dass man das ja, klar, das ist ja euch. Ja. Unsers. Das ist auch der Punkt, das muss man ja jetzt nicht behalten. Das muss man jetzt behalten. Das behalten wir. Genau. Können wir dann ab und zu mal alle mal gut. Dass der Kompressor mal läuft. Ja? Und dass man das immer macht. Und das würde ich auch immer machen. Ne? Wenn ich den großen im Einsatz hatte. Wie gesagt, und es ist nicht kontaminiert. Ja, dann kannst du nicht. So, dann mache ich mir da Stücke draus, gerade so für Übungszwecke, probiere aus, spiele. Du musst die genau wegschmeißen. Und die Pumpe, ist die jetzt in irgendeiner Art und Weise auch noch für weitere Zwecke vorgesehen? Weil die muss ja auch immer mal laufen. Die können wir jetzt nicht 3 Jahre stehen lassen, ohne Sand zu schmeißen. Kann man wahrscheinlich machen, aber die würde ich ja für Übungszwecke oder auch für andere Einsätze, man kann auch anschmeißen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Fährst du doch universal eigentlich. Ne? Ganz genau. Ne? Die ist ja jetzt nicht nur dafür gedacht, ne? Sondern wir haben ja extra nur eine leistungsstarke Pumpe ausgewählt, um auch den Schlauch schnellstmöglich zu füllen. Genau. Ne? Das ist die Zeit, die wir brauchen, um Benzin zu holen, müssen wir mit der Pumpe wieder aufholen. Ja, richtig. Genau. Nee, weil man muss ja überlegen, ich meine, die Hydrantenabgabe ist ja nicht überall die gleiche. Ne? Ich habe Hydranten, der macht mir 400 Liter und ich habe Hydranten, die machen mir 800 bis 1000 Liter letztendlich. Ne? Aber ich weiß ja nie, wo es mich trifft. Und was habe ich da? Ja. So, und habe ich da nur so einen kleinen Rinnsal, was mir aus dem Hydrant rauskommt, habe ich ein Problem. Ja. Ja, dann brauche ich halt um vieles länger. Ja. Ja. Ich meine, wir haben den jetzt seit 31 Jahren, den Doppelkammerschlauch im Einsatz. Und dann, das ist ja nicht nur hier bei uns, sondern das haben wir ja wirklich europaweit, wo der Doppelkammerschlauch wirklich ist. Wo war mal euer größter Einsatz? Der größte Einsatz war mal in Backnern gewesen. In der Nähe bei Stuttgart. Da hatten wir mal richtig zu tun. Da hatten wir aber auch noch größere Geschütze dabei. Ja. Weil da mussten wir ein ganzes Flussbett haben wir da versucht umzuleiten, weil das anders ja gar nicht mehr ging. Das ist ja nochmal ein Highlight, jetzt nochmal drüber zu fahren. Gibt's ja gar nicht. Ja. Brauchen wir nochmal einen Unimog aus. Haben wir kein höheres Fahrzeug mehr. Dann will ich nochmal einspitzen, wie lange er braucht, einen Unimog zu holen. Das kann man immer machen, wenn man selber macht. Ja, man muss auch gucken. Und gerade halt, wenn ich eine längere Strecke habe. Das wäre jetzt nochmal der Belastungstest. Richtig. Öffentlichkeitswirksam letztendlich auch, wenn wir erst zeigen, es funktioniert, Wasser gegengespritzt, passt. Dann stand Daniel Dietrich drauf, das ist die leichte Kost. Und wenn wir dann noch mit dem Unimog drüber. Und wenn du mit den Vorderrädern nur drauf fährst,
Mal gucken, ob der Spoiler drüber passt. Kannst ja probieren. Nur mit Vorderrädern. Wer ist der höchste hier? Wer, die Feuerwehr, ist das höher? Weiß ich, müssen wir mal gucken. Das Test. Ja, wir können es ja, hier mal machen. Ja, erst mit dem Auto auf. Aber guck mal, das passiert nicht. Na, wenn ich jetzt. Ja. 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 Und selbst, ich meine, Sie können jetzt die Finger hier rein. Ja. 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 Sie sehen jetzt, kommt die Luft. So, jetzt pieselt. So, wenn ich jetzt einen Nitralhandschuh nehme, ne? So, dann stecke ich jetzt einfach da rein. Zack. Zu. Ja, oder macht da ein Klebeband drüber. Ja, ja. Ja. Komm, weiter. Ja, bleibt du nicht so. Halt, Schuss, gut. Super, halt. Sonderregelung zum Kurzarbeitergeld bis Jahresende verlängert. Die Bundesregierung hat eine erneute Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Kurzarbeitergeld bis zum Jahresende beschlossen. Die bisher auf Ende September befristete Regel wird somit um 3 Monate verlängert. Die Zeit der Kurzarbeit kann für betriebliche Weiterbildung genutzt werden. Die Bundesagentur für Arbeit kann dies mit Qualifizierungsberatung sowie Zuschüssen zu den Lehrgangskosten unterstützen. Unternehmen haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn mindestens 10% der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltungsausfall von mehr als 10% haben. Befristet bis Jahresende können auch Leiharbeiter unterstützt werden. Die Sozialversicherungsbeiträge werden für die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zum 31.12.2021 voll erstattet. Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist bis zu 12 Monate möglich. Bis Ende 2021 gilt unter bestimmten Voraussetzungen eine Bezugsdauer von längstens 24 Monaten. Naturerlebniszentrum Honohof feierte 10. Jubiläum. Anlässlich des 10. Jubiläums Naturerlebniszentrum Honohof feierte 10. Jubiläum. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Naturerlebniszentrums Honohof hatte der Nationalpark Harz zu einem Konzert der besonderen Art eingeladen. Zu Gast waren Ursula und Frank Wendeberg mit ihrem Akustikprojekt Im Vielklang mit der Natur auf dem Klangteppich der Wildnis durch die deutschen Nationalparks. Die Musik ließ die Gäste eintauchen in die Klangkulissen der 16 deutschen Nationalparks. Für jedes Schutzgebiet wurde eine melodiöse Komposition aus Tier- und Naturgeräuschen in Kombination mit verschiedenen Instrumenten gespielt. In der Komposition für den Nationalpark Harz waren unter anderem Geräusche von Hirschen, Eulen, Kolkraben, Luchs und Wasser sowie der Wind auf dem Brocken zu hören. Die Klänge wurden zuvor im Nationalpark aufgenommen. Am Ende des Konzerts übergaben Ursula und Frank Wendeberg die Naturaufnahmen an Nationalparkleiter Dr. Roland Pietsch und an Frau Siede und ihre Schüler vom Landesgymnasium für Musik in Wernigerode. Benefizkonzert in der Johanneskirche Halberstadt. Während der Pandemie ermöglichte die Johanneskirche dem Chor des Nordharzer Städtebundtheaters seine Arbeit, dem Gesang nämlich, nachzugehen. Die beengten Räumlichkeiten im Theater ließen gemeinsames Singen nun mal nicht zu. Und so bot die Johanneskirche Menschen und Kunst ein Obdach. Dafür kann man nicht genug danken. Und dies möchte der Opernchor des Nordharzer Städtebundtheaters am 13. Oktober um 18 Uhr in der Halberstädter Johanneskirche mit einem lebensfrohen und zugleich nachdenklichen Programm tun. Der Erlös des Konzerts kommt der Johanneskirche zugute. So, ein herzliches Willkommen, schönen guten Tag. Begrüße die Vertreter der Medien ganz besonders herzlich zu unserer heutigen Informationsveranstaltung. Zu 900 Jahre Ersterwähnung freue mich, dass meine lieben Kolleginnen und Kollegen dabei sind, die das hier alles in den letzten Wochen und Monaten schön vorbereitet haben. Und wir wollen Sie heute informieren über das, was im Rahmen einer Festwoche, die wir konzipiert haben, hier präsentiert werden soll, im Rahmen dieser eben genannten 900 Jahre Ersterwähnung der Stadt Wernigerode. Es ist also nicht die Stadtgründung in dem Sinne, sondern es ist die Ersterwähnung durch einen Halberstädter Bischof, was uns natürlich zur Ehre gereicht, denn die heutige Kreisstadt schon damals wusste, dass sie am Wernigerode was Besonderes haben. Und insofern möchte ich heute auf ein paar Schwerpunkte hinweisen, die wir in dieser Woche umsetzen wollen. Dazu muss ich meine Brille aufsetzen, weil es recht klein geschrieben ist. Wir wissen alle, dass Jahrestage, Feierlichkeiten,
für die Menschen etwas Besonderes immer sind. Das können wir bei uns Menschen ablesen, wenn wir unsere Geburtstage feiern, ob es der 18. ist, vielleicht bei den Jüngeren schon Richtung Jugendweih oder Konfirmationsalter oder das 50. Lebensjahr vollendet haben oder vielleicht, wie das bei mir im letzten Jahr war, der 60. Irgendwie misst man diesen Jahreszahlen immer etwas Besonderes bei und irgendwie findet sich auch im Inneren dann natürlich mehr als nur die Jahreszahl, sondern in aller Regel geht es da auch um Erlebnisse, um Ereignisse, die irgendwie von ganz besonderer Bedeutung sind. Und ich war gerade vor wenigen Tagen in Ilsenburg, dort hat die Stadt Ilsenburg ihr 1025-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das zeugt natürlich von einer unglaublich langen Geschichte einer solchen Stadt. Ganz so alt ist Wernigerode nicht, aber auch wir nähern uns natürlich mit unseren 900 Jahren dann auch bald schon einem fast biblischen Alter. Und wir haben es uns lange überlegt, wie wir dieses kleinere Jubiläum in irgendeiner Form begehen können, um auch den Menschen, die hier leben, den Einwohnerinnen und Einwohnern auch zu verdeutlichen, dass Wernigerode auch eine ganz besondere Geschichte hat, die sich ja an vielen Zeugnissen ablesen lässt. Und so ist es zu einem sehr schönen kleinen Programm gekommen und daraus möchte ich Ihnen einige Punkte vortragen. Wir werden also eine Festwoche durchführen. Sie wissen, dass wir eine Ausstellung konzipiert haben. Darauf wird Herr Arns nachher noch mal kurz eingehen, die vorbereitet ist und die in Kürze dann auch nämlich mit Beginn der Festwoche eröffnet werden wird. Es gibt also eine Eröffnungsveranstaltung für diese Sonderausstellung am Samstag, den 16. Oktober. Da beginnt unsere Festwoche. Diese Veranstaltung, muss ich leider in Anführungszeichen sagen, die wird nur auf besondere Einladung möglich sein oder die Teilnahme daran, nicht zuletzt auch aufgrund der Corona-Pandemie. Aber dann, und dann ist eigentlich der richtige offizielle Start, am Sonntag, dem 17. Oktober, finden von 12 bis 16 Uhr in der Stadt Wernigerode an unterschiedlichsten Stellen, an markanten Stellen in Wernigerode, 9 kleinere, schöne Ereignisse statt. Ich will da gar nicht alle im Detail vorlesen. Wir werden in Kürze einen Originalflyer dann zur Verfügung stellen. Der liegt jetzt hier mir nur als Vorabdruck vor. Aber es beginnt an der Silvestrikirche mit Orgelkonzert. Es wird am kleinsten Haus etwas geben, in der Kemenate, auf dem Marktplatz, im Feuerwehrmuseum, im Kupperkeller, Stadtarchiv, Rathaus und in der Kreischen Schmiede. Also das für den Start am Sonntag. Sicherlich ein ganz besonderer Tag für die Stadt Wernigerode, der dann am Montag seine Ergänzung bzw. den eigentlichen Ersterwähnungstag findet. Und am Sonntag findet natürlich statt dann hier die Sonderausstellung, die ich genannt habe. Und ganz wichtig und ganz spannend, ich habe mir sagen lassen, es wäre ein sehr schöner Comic geworden. Es wird ein Wernigerode-Comic vorgestellt. Wagemut in Wernigerode, eine Reise durch die Geschichte der Harzstadt am Brocken. Von Herrn Dr. Thomas Dahms und dem Illustrator Alexander Pawlenko. Auch dazu, und das werden Sie dann im Detail sehen, sind dann Anmeldungen erforderlich. Und der eigentliche Ersterwähnungstag ist dann der Montag, der 18. Oktober. Und dazu findet dann im Rathaussaal, auch hier bedauerlicherweise mit Einschränkungen, sowohl Corona als auch Statik bedingt, findet ein Festvortrag statt von Herrn Dr. Uwe Lagatz, der über die Stadt Wernigerode, Rodung, Residenz, bunte Stadt, 900 Jahre Wernigerode, wird ein Festvortrag stattfinden. Am Dienstag, dann am 19. Oktober, gibt es eine Sonderveranstaltung auf Schloss Wernigerode unter Leitung von Herrn Dr. Christian Juranek, Christian Ernst Graf zu Stolberg Wernigerode. Und hier wird auf seine besondere Wirksamkeit, auf sein besonderes Wirken hingewiesen. Und dann geht das weiter in den nächsten Tagen. Wir führen Veranstaltungen für Grundschüler durch und es gibt einen langen Tag des Harzmuseums und der Stadtbibliothek am Donnerstag und am Freitag, den 22. Oktober, wird ein Festkonzert anlässlich der Ersterwähnung der Stadt Wernigerode stattfinden mit dem Philharmonischen Kammerorchester hier in der St. Silvestrikirche. Und am Samstag gibt es 9 Themenführungen mit der Stadtführergilde, 9 Orte, 9 Histörchen in Wernigerode und damit endet dann mit dem ökumenischen Gottesdienst und Nachtwächter und Kinderführungen am Sonntag, dem 24. Oktober, unserer Festwoche anlässlich Ersterwähnung 900 Jahre. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, bevor dann Herr Arns noch ein paar Details erzählen wird, insbesondere auch, was es mit diesen Brotscheiben auf sich hat. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wir gehen zwar davon aus, dass Sie alle schon Mittag gegessen haben, aber
lieber Herr Wutke, bei der Volksstimme gibt es auch nicht so viel zum Essen. Da kann man vielleicht dann das ein oder andere, beziehungsweise beim MDR, da kann man das ein oder andere Scheibchen Brot noch zu sich nehmen. Aber das hat noch etwas Besonderes auf sich. Ich möchte mich bei allen sehr herzlich bedanken, die in den letzten Wochen und Monaten, trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit Pandemie, diese Veranstaltung, diese Festwoche vorbereitet haben. Da geht mein besonderer Dank an Silvia Lisowski, an Herrn Olaf Ahns, an Christine Dormann, an Rüdiger Dorf und das sind dann die vielen Doktoren, die uns da geholfen haben, Herr Dr. Uwe Lagatz, Herr Dr. Steffen Wendlich, Herr Dr. Jürgen Brückner und Herr Dr. Jan Habermann. Das möchte noch gesagt sein, weil ohne Unterstützer auch des Historiker- oder Altertumsvereins der Stadt Wernigerode, Geschichts- und Altertumsvereins, so heißt er, unter Leitung von Ludwig Hoffmann, auch wäre das alles nicht möglich gewesen. Den Sponsoren haben wir schon gedankt für die Ausstellung. Ich freue mich auf eine schöne Festwoche, die sicherlich nicht das große, spektakuläre Programm hat, aber es hat viele Besonderheiten zum Inhalt und das ist von meinen eben genannten Kolleginnen und Kollegen mit Liebe vorbereitet worden. Wir hoffen auf guten Zuspruch. Wir werden entsprechend dazu natürlich auch auf alles aufmerksam machen, durch Plakatierung, durch dankenswerte Unterstützung der Medien und nicht zuletzt auch vielleicht noch durch etwas größere Dinge, die auch in der Stadt zu sehen sind. Wir haben ja hier schon heute die ersten Plakate dabei, die gezeigt werden können. Ich freue mich auf eine schöne Festwoche und darf jetzt an Herrn Ahns übergeben und möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich natürlich Ihre Erwartungen nicht länger auf die Folter spannen. Was hat es hier auf sich mit dieser Beköstigung? Also es darf tatsächlich, sofern das nicht schon paniert ist durch den Wind, auch verkostet werden. Und zwar wissen Sie ja, wir spielen ja generell mit der Zahl 9. Wir haben 9 Jahrhunderte, 900 Jahre, 9 Kapitel in der Ausstellung. Und natürlich, wenn wir dann ein Brot vorstellen für die im Rahmen dieser Sonderausstellung, dann haben wir natürlich auch ein Brot mit 9 Zutaten. Und dieses Brot hat die Bäckerei Silberbach kreiert, speziell für die Sonderausstellung. Es wird auch in einer ganz besonderen Brottüte verkauft werden. Also das Brot ist schon da. Ich glaube, die Brottüte ist gerade im Druck. Die würde dann in den nächsten Tagen folgen. Und ja, worum handelt es sich? Natürlich ein 9-Korn-Vollkornbrot. Das enthält, das muss ich Ihnen jetzt vorlesen, das müssen Sie jetzt einfach aushalten, die folgenden Zutaten: Rotkornweizen, Waldstaudenroggen aus der Region Goslar, Champagnerroggen aus Vogelsdorf, Weizenvollkorn aus Thale, Roggen aus der Region Helmstedt, Dickkopfweizen aus Sachsen, ganz besonders wichtig, Dinkelmehl aus Fienenburg, also wir sind sozusagen West-Ost international, und Einkorn und Emmer aus Süddeutschland. Also das ist die Kreation, da gebührt natürlich jetzt die Ehre allein der Bäckerei Silberbach, René Silberbach, der das kreiert hat und speziell für diese Ausstellung entwickelt und natürlich parallel zur Ausstellungsdauer auch verkaufen wird. Ja, nun kennen Sie ja das Ausstellungsprojekt grundsätzlich schon, auch von unserer Präsentation jetzt vor einigen Monaten im Juni im Ratssaal. Und ich habe Ihnen heute eigentlich nur noch mal so drei Einblicke mitgebracht, drei Einblicke in die Ausstellung. Die Ausstellung ist ja jetzt im Aufbau, also im Moment können Sie da noch nicht sehen. Aber dass Sie vielleicht einfach ein Gefühl dafür bekommen, was wir dort präsentieren, was wir dort ausgewählt haben. Nicht alle 9 Kapitel, aber vielleicht mal als kleinen Einblick. Das erste, was Sie jetzt hier zu sehen bekommen, das haben Sie sicherlich noch nicht gesehen. Das ist nämlich eine Kopie der Urkunde, der Ersterwähnungsurkunde. Ich halte das mal so hoch, dass Sie es einfach mal gesehen haben. Das ist etwas kleiner als das Original, also eine wunderbare Bischofsurkunde vom Bischof von Halberstadt ausgestellt, eben im Jahre 1121, am 18. Oktober ganz genau. Und wenn Sie dann an die Urkunde in der Ausstellung herantreten, dann sehen Sie hier unten in der untersten Zeile, freundlicherweise sehr lesefreundlich, Adalbertus Comes de Wernigerode, also der Graf Adalbert von Wernigerode, der hier als Zeuge dieser Urkunde auftritt. Das heißt also, es ist keine Urkunde der Grafen, sondern es ist eine Bischofsurkunde des Bischofs von Halberstadt. Und der Graf von Wernigerode tritt dort eben zum ersten Mal in Erscheinung als Zeuge, also der testiert sozusagen diese Urkunde. Ja, wir gehen natürlich munter durch die Jahrhunderte hindurch. Wie gesagt, wir haben das ja schon ganz klar so formuliert, dass wir eben nicht versuchen wollen, die gesamte Geschichte abzubilden. 900 Jahre Geschichte wäre sicherlich auf 100 Quadratmetern auch eine
etwas schwierige Angelegenheit geworden, sondern wir sind ganz bewusst hingegangen, dass wir eine Auswahl treffen, dass wir bestimmte einzelne Kapitel beleuchten. Wir erzählen Geschichten, um es kurz zu sagen. Und zu diesen Geschichten gehört eben auch, also ich springe jetzt vom 12. Jahrhundert, vom Mittelalter gleich in die Neuzeit, springe jetzt ins 19. Jahrhundert. Da gehört natürlich auch der Anschluss an unser Eisenbahnnetz dazu. Das heißt also, Wernigerode ist relativ spät erst. Sie sehen hier den alten Bahnhof von der Schienenseite mit einem Foto von 1879. Also eine sehr schöne fotografische Darstellung mit dieser herrlichen historischen Lok. Ja, Sie sehen eben, dass Wernigerode relativ spät erst an das Bahnnetz angeschlossen wurde, also einige Jahrzehnte später als andere Kommunen hier aus der Region. Das hat verschiedene Gründe gehabt, die in der Ausstellung auch benannt werden. Und das ist eben ein Kapitel, das wir hier herausgegriffen haben mit der schönen Überschrift Endlich ans Netz. Ja, und last but not least, vielleicht mal ein Blick in das ja doch schwierige 20. Jahrhundert. Das sehen Sie jetzt gleich, wenn Sie hier das Foto in Augenschein nehmen, diese Darstellung hier. Das ist insofern interessant, als wir diese Originalfotos bekommen haben, erst im vergangenen Jahr, von demjenigen, der im Februar 1944 in einem anderen Gebäude, also das ist das Faulbaumsche Haus hier, was Sie hier sehen, darum geht es in dem Kapitel, die Teilzerstörung des Faulbaumschen Hauses. Das ist also ein Ausstellungskapitel, diese Geschichte dieses Gebäudes über 340 Jahre nachzuvollziehen. Aber derjenige, der uns dieses Foto oder dieses Album übergeben hat, hat tatsächlich im Februar 1944 als Kind im Keller eines Hauses in der Breiten Straße gesessen. Also das ist auch eine relativ spannende Geschichte, dass dann so ein Foto oder so ein Album, das war das Modehaus Eigendorf, also die aus der Familie gekommen sind, die haben ja dort das Haus komplett verloren zu dem Zeitpunkt. Und der damals 6- oder 7-jährige, der Zögling, der Junge, hat uns dann dieses jetzt heute im natürlich fortgerückten Alter dieses übergeben. Und damit sehen Sie, dass wir einen Bogen schlagen vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Das ist natürlich jetzt hier schon 80 Jahre zurückliegend ungefähr. Aber wir gehen dann bis ungefähr zur Friedlichen Revolution. Also wir enden so in etwa bei der Friedlichen Revolution. Und damit sind wir sozusagen punktuell in den neuen Jahrhunderten vertreten. Aber wir haben keinerlei Vollständigkeitsanspruch, sondern wir nehmen uns die Freiheit, bestimmte Geschichten zu erzählen und manche Dinge auch wegzulassen. Denn wir sind nicht das Deutsche Historische Museum, wir sind nur ein kleines städtisches Museum und hoffen, dass wir damit aber auch anregen, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich als Rolle sehe oder als Effekt aus dieser Ausstellung, dass wir eben nicht die ganze Geschichte erzählen, nicht alles vermitteln, was man dort vermitteln kann, sondern dass wir anregen zur weiteren Beschäftigung, zu einer Stadtführung vielleicht mal hier auf den Spuren auch der Stolberger oder auf anderen Themen, zu anderen Themen oder auch zur Lektüre der Broschüre, der Ausstellungsbroschüre, die jetzt gerade sich im Druck befindet. Also die kann ich Ihnen heute noch nicht vorstellen. Die wird rechtzeitig zur Ausstellung geliefert sein. Es werden 48 Seiten plus Umschlag, also eine doch, man kann dort auch ein bisschen lesen und sich vertiefen und natürlich auch Anregungen bekommen für weiteren kulturhistorischen Lesestoff. Ja, so viel vielleicht erstmal so als kleinen Einblick in dieses Ausstellungsprojekt. Ja, danke. Videospiele aus den Bereichen Action-Adventures, Jump'n'Run, RPGs und Singleplayer- oder Multiplayer-Spiele können ab dem 28. September in der Kreisbibliothek ausgeliehen werden. Mithilfe von Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalts, die jährlich für den Kauf von Medien zur Verfügung gestellt werden, hat Grigori Gitarhuhn, Leiter der Kreisbibliothek Harz, verschiedene Spiele für die Nintendo Switch-Konsole gekauft. Damit ist die Kreisbibliothek neben den Stadtbibliotheken in Halberstadt und Ilsenburg die dritte öffentliche Einrichtung im Landkreis Harz, die diese Art von Spielen zum Ausleihen anbietet. 42 Spiele stehen den Nutzerinnen und Nutzern in Quedlinburg zur Verfügung. Sie können gleichzeitig bis zu 3 Spiele für 4 Wochen einmal ausleihen und einmal verlängern. Die aktuelle Auswahl beinhaltet Spiele verschiedener Genres für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zusätzlich wurde die Rubrik der Mangas mit Titeln erweitert, die einen Bezug zu Videospielen haben. Wieder Sonntag in der Remise. Nach längerer Corona-bedingter Abstinenz findet in der Remise des Wernigeröder Kunst- und Kulturvereins wieder der Liedersonntag statt.
Zu Gast sind renommierte Liedermacher Jörg Kukott aus Hainichen und das einheimische Liederduo Liedzweig. Die Veranstaltung beginnt am 24. Oktober bereits um 17 Uhr. Hänsel und Gretel in Halberstadt. Das Musiktheater Hänsel und Gretel in einer super coolen Minecraft-Welt. Zu erleben mit der Premiere am 22. Oktober um 19.30 Uhr auf der großen Bühne des Nordharzer Städtebundtheaters in Halberstadt. Wanderausstellung im Harz unterwegs. In ihrer Videoinstallation I Have a Dream hat sich Julia Lormes der Thematik des Waldwandels im Harz angenommen und nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine visuelle Reise in eine mögliche Zukunft. Für ihre Interpretation der Rückkehr wilder Wälder erhielt die studierte Fotografin im Jahr 2020 den Andreas-Kunstpreis im Rahmen der 26. Ausstellung Naturmensch in St. Andreasberg. Mit Unterstützung des Nationalparks geht das Kunstwerk jetzt im Rahmen einer Wanderausstellung auf Tour. Los geht es nunmehr im Kurgastzentrum Braunlage. Ab November wird I Have a Dream dann in weiteren Spielorten im Harz zu sehen sein. Das Kurgartenzentrum in Braunlage ist geöffnet von Dienstag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr. Im Haus befindet sich auch die Nationalpark-Informationsstelle Braunlage. Die 27. Kunstausstellung Natur Mensch ist zugleich noch bis zum 31. Oktober in St. Andreasberg zu sehen. Das war's schon wieder mit Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Unterhaltung.